aus dem Auto. Ich hatte dir ja gesagt, dass wir vorhaben, ins Outlet Center zu fahren. Für die Kinder, mit den Kindern. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg und viele haben sich gewünscht, dass ich dich mitnehme. Und zwar mit der Kamera. Gell? Deshalb bist du heute mit dabei. Ja, ich hoffe, wir werden fündig. Also wir wollen für die beiden Großen, Elisa ist nämlich nicht da, Elisa ist noch im Kindergarten, ein paar richtig coole Sachen finden. Und da hatte Johann jetzt auch schon etwas. Gell, Johann? Ja. Was war das? Das waren Nike-Schuhe. Genau. Also die hat er als Foto geschickt bekommen von seinem Kumpel, den er jetzt beim Golfen kennengelernt hat. Also sein Kumpel hat die auch da im Outlet gefunden und er fand die auch so hübsch, dass er sie auch gerne sich einmal anschauen möchte. Es geht los. Mein Sohn interessiert sich nun für Mode. Nein, finde ich total süß. Also schauen wir mal, was wir so Schönes finden. Justus vielleicht auch so ein paar Dinge. Schöne Hemden, ja. Mit Kragen. Kragenhemden. Für mich finde ich da immer nichts. Also irgendwie finde ich immer nichts im Outlet Center für mich. Aber ich stöbere und ich hoffe, es ist nicht zu voll. Es haben nämlich schon ein paar aus der Community mir erzählt, dass es dort im Moment sehr voll sein soll. Aber wir sind recht früh dran. Macht jetzt auf. Ja genau, macht jetzt auf. Und deshalb hoffe ich, müssen wir nicht Schlange stehen. Wir haben natürlich alle Masken dabei, damit sind wir gut ausgerüstet. Und wir sind jetzt auch mit einer unter der Woche da. Also jetzt, ich glaube Samstag, Sonntag oder Samstag wäre schlecht, aber jetzt weiter. Ja, müsste eigentlich gut gehen. Und das Wetter ist sehr wechselhaft. Ich hoffe, es bleibt so. Solange es sich ja anfängt zu regnen, ist alles gut, weil man muss da schon durch die Gänge auch immer laufen. Irgendwo anders parken. Ja, wir haben Glück. Also Parkplätze sind schon mal reichlich vorhanden. Das bedeutet, es ist nicht so voll. Wir finden hier auf jeden Fall was. Und dann stürmen wir die Geschäfte. Jetzt parken wir aber da hinten, ja? Da hinten? Ja, wie du meinst. Da war ja viel frei. An einem Ende, dass wir so eine Runde drehen. Oh, was ist denn da? Eine Schranke? Taxi. Was soll denn das jetzt? Nee, hier kannst du aber nicht zurück. Man, die müssen jetzt auch da lang. Begrenzte Autos. Ach so. Ach so, jetzt ist das mit Parkticket. Ja, ja, du musst jetzt hier bezahlen. Aha. Früher war das hier umsonst mit dem Parken, aber mittlerweile. Nie drücken. Kostet, glaube ich, Tagesticket irgendwie gar nicht so wenig. 5 Euro oder so? Weiß ich gar nicht. So um den Dreh. So. Da kommt man zum Outlet, um zu sparen und dann muss man doch erstmal ordentlich. Erstmal abkassieren. Guck mal, da steht doch schon Schlange hier vor dem Store. Da müssen wir gleich rein, Johann, für da deine Schuhe. Da muss ich stehen, da müssen wir unbedingt hin. Tatsächlich stehen die hier Schlange. Da ist doch einer frei. Ja, aber ich muss ja hier jetzt hier fahren, irgendwie sehe ich das. Da wäre doch auch welche frei gewesen. Jetzt, das ist so viel Platz. Ja, dann such dir bitte einen aus. Justus, ne? ist so ein Typ. Ja, ich brauche immer fährt, den ganz besonderen Platz. Der fährt an 500 tollen, zum Beispiel hier, ja, ne? Nein, pass auf. Ich sage ja nichts. Hier so. Vorne, ja. Dann fährt er dran vorbei. So. Dann fährt er, den nächsten super beste Schiff fährt auch dran vorbei. Und ja. Dann plötzlich sind keine Parkplätze mehr da und dann. Genau. Dann rufe ich. Nein! Wir sind da! Und dann müssen wir wieder einkriegen, wenn wir von hier wegfahren. So ist es. Nimmst du dein Handy? Achso, ja. Es geht los, ich freue mich so. Bin gespannt. Nimm das mal in deine Tasche, Clara. Dann hast du es immer mit dabei. Wir müssen Masken tragen, hat er gerade gesagt. Ja. Ja, wir haben ja Masken dabei. Hier, Johann, deine Maske. Die mit dem Panda. Oh, cool. Mit dem Löwen drauf, ne? Papis mein Maske. Löwe. Claras Maske. Clara hat die schönste Maske. Yeah. Also, wir stehen an. Hier gibt es solche Markierungen. Da vorne auch. Das dauert ein bisschen jetzt. Ich weiß nicht, wie viele sie reinlassen, aber... Ich glaube, die gucken immer an. Guck mal, wir können jetzt einen vor. Ja. Also Johann ist schon fündig geworden. Und zwar sind das diese Schuhe. Die findest du schön, ja? Vor allem in der Sohle. Die sehen natürlich sehr speziell aus, aber okay. Müssen wir jetzt nochmal in einer anderen Größe holen. Ich habe aber auch noch was Schönes für mich. Guck mal, findest du die schön? Die sind eigentlich beige oder beige-rosa, so ein bisschen Roségold. Und dann fand ich auch noch die hier ganz hübsch. Was meinst du? Ich probiere die jetzt mal an und dann gucken wir mal. Ich bin ja sowieso so ein Sneakers-Trägerin. Guck mal, die hier habe ich jetzt im Moment. Ich liebe Sneakers. Ich ziehe gar keine anderen Schuhe mehr an, außer Tops. Das ist nein. Ja, ich weiß, ja. Das sind Sneaker. Sneaker nennt man einfach nur Turnschuhe. Dann geht
Ja, frag mal ruhig. Ich habe jetzt die beiden. Die oder die? Ich muss jetzt für mich entscheiden, welche ich nehmen soll. Sind beide sehr, sehr hübsch. Ich habe jetzt noch die hier gefunden. Ich finde die irgendwie voll cool, aber das ist meinte, nein. Also er findet die hier am besten. Weil die sind echt lustig auch. Und total gemütlich. Wir sind jetzt erfolgreich gewesen. Also Johann hat tatsächlich nochmal die Schuhe und auch direkt angezogen, natürlich, so wie es sich gehört. Jetzt gehen wir Klamotten gucken. Das ist ja aber ein Stück Lauch. Also so sieht das hier übrigens aus. Vielleicht kennst du das ja noch gar nicht. Ich zeig dir das mal kurz. Ganz viele verschiedene Marken. Ach hier, Justus, dein Super Dry. Ja, musst du da rein? Manchmal haben die coole Sachen. Okay. Ganz gut. Ach, da ist die Schlange, Justus. Du musst da hinten. Genau. Aber sie ist noch nicht lang, ne? Ja, das stimmt. Wir sind jetzt alleine unterwegs. Wir haben die Männer verloren. Die sind jetzt in einen anderen Laden gegangen. Aber wir gehen jetzt schon mal für die Kinder gucken. Und zwar hier. Denn meine kleine Clara braucht richtig schöne Sachen fürs Golfen. Sie ist ja jetzt richtig mit drin beim Golfen. Und da muss man richtig hübsch angezogen sein. Das ist dieser Laden, glaube ich, perfekt. Müsste auch nicht anstehen können, direkt rein, klar. Dann komm. Ich will noch über dich lästern kurz, bevor du da reingehst. Wieso lästern? Wir sind doch direkt bei den besten Händen hier. Bei wir sind übrigens eben bei Brax vorbeigegangen. Ich dachte schon. Ja, nee, du bist ob vorbeigegangen. Da wohl rein ich will? Bin da reingegangen. Und dann war sie weg, weil sie nicht warten wollte. Und dann musste ich. Naja, auf jeden Fall setzen wir uns jetzt hier hin und Justus geht da jetzt shoppen. Und du passt ja auch mal schön Sachen auf. Ja, ich passe hier auf die ganzen Sachen auf. Und Justus geht da jetzt in seinen Lieblingsladen. Jetzt gehen mal die Männer alleine. Ja, jetzt gehen die Männer alleine und machen uns hier gemütlich. Ruhen Sie uns ein bisschen aus von diesem Shopping-Trip. Wir haben schon richtig tolle Sachen gefunden jetzt. Hier finden wir immer am meisten für die Kinder. Aber Justus ist jetzt bei Hackett, genau. Und ich war eben auch noch gucken. Ich habe meine Handtasche gesehen im Sale hier im Outlet. Wie cool. 50% Rabatt gibt es, glaube ich. Also das ist schon echt heftig. Habe ich leider nicht sparen können damals. Aber falls du sie suchst, dann schau hier vorbei. Ich habe da auch noch eine andere Tasche gesehen, die mir sehr gut gefällt. Ist übrigens von Fossil. Sehr, sehr schön. Ich liebe diese Tasche. Die passt so viel. Da passt einfach alles rein und passt zu allem schwarz. Aber ich wollte jetzt auch mal was Helleres haben. Jetzt gerade für Sommer, Frühling war ich jetzt auf der Suche und habe da auch was Schönes gefunden. Vielleicht nehme ich die noch mit, aber ich bin noch am Überlegen. Tja, nichts gefunden. Was? Nee, das ist alles nur mit Aston Martin jetzt. Ganz viel Aston Martin. Das ist halt nichts gefunden bei Hackett. Na gut, dann gehen wir weiter. Wir machen jetzt einen kleinen Break. Mittagessen, es gibt Würstchen, ja, mit Brötchen noch und danach geht die Shoppingtour weiter. Wo wolltest du noch hin? Guess. Aber bitte nicht wieder was für die Kinder, ne? Weil das sieht immer nicht so hübsch aus, was du da für die Kinder bei denen da kaufst. Aber für mich. Ach so, okay. Schmeckt das gut? Ja. Lecker Würstchen, Currywurst. Sieht daran, dass wir Hunger haben. Das ist eine Haarspange, ne? Eine Haarspange. Hast du die reingemacht? Mhm. Wie man sieht, waren wir überaus erfolgreich. Viele, viele Tüten. Viele, 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 viele Tüten. Und jetzt wollen wir einen kleinen Haul machen. Ja, Elisa? Zeigen wir einmal, was wir alles Schönes gekauft haben. Da ist nämlich auch was für Elisa dabei, obwohl Elisa nicht dabei war. Also, womit fangen wir an? Elisa, welche Tüte? Gib mir mal eine Tüte. Wollen wir mal die Sachen machen, die du bekommen hast? Ja. Also, Schuhe, genau. Wir waren einmal bei Crocs. Ich weiß nicht, ich liebe Crocs. Ich liebe auch Crocs. Du liebst auch Crocs. Ich habe so viele Crocs. Jedes Mal, wenn wir da im Outlet sind, muss ich mir ein paar mitnehmen. Also, Elisa, welche sind deine? Ich hoffe, sie gefallen dir. Hat Clara ausgesucht. Gefällt es dir nicht? Doch. Guck mal, das sind die hier mit Flamingos drauf. Sieht doch voll süß aus. Oder Elisa, probier mal an. Ich hoffe, sie passen dir. Na, mal gucken, ob sie an deine kleinen Füßchen passen, ja? Ich mache mal eine kleine Modenschau. Oh, passt ja perfekt. Sehr gut, sie passen, Elisa.
Sieht danke. Voll süß aus. Danke, Mami. Ja, ich habe erst überlegt. Ich dachte, welche Größe nehme ich denn jetzt? Und dann wollte ich schon eine Nummer kleiner nehmen. Gott sei Dank hat Justus gesagt, nein, das passt. Also passt das perfekt. Machen wir schon mal Schildchen ab. Holst du, Mami, eine Schere? Ja. Ach, und da haben wir ja noch was. Bei Crocs, ich weiß nicht, ob du das kennst, falls du Crocs hast, dann wirst du das wissen, dass man da ja immer so kleine Dinger so dran machen kann. Und ich liebe das ja auch total, ne? Und da habe ich jetzt auch, oh. Ja, das ist meine Pflanzenschere eigentlich, aber gut, machen wir immer kurz das damit weg, damit du es anziehen kannst, ne? Elisa, guck mal, die Clara hat was für dich ausgesucht. Was denn? Eine Ananas. Kannst du an deinen Croc machen? Danke, Mami. Elisa, komm, ich schneide das mal kurz ab. Okay. Ach, das muss man nicht abschneiden. Das kann man so abmachen. Okay. So, und dann kann man das hier so dran klipsen. Soll ich das mal dran klipsen? Ja. Und das sind Mamis und Claras. Genau, da kommen jetzt noch Mamis und Claras Sachen. Aber Papi hat gar nicht da Schuhe, weil Papi hat schon neue Schuhe. Ja, Papi hat jetzt keine Crocs bekommen, ne? Mhm. Papi hat ja schon welche. Und Papi ist da nicht so, ja. Kauft dann einmal Crocs und dann ist er schon zufrieden. Wieso brauche ich neue Crocs? Weil die alten sind ja schon zu klein, oder nicht, Elisa? Ja, die sind schon alles zu klein. So sieht das dann aus, voll süß. Ja, eigentlich ist das dafür da, dass man die so ein bisschen individualisieren kann. Die süße Ananas. Also falls man dieselben Farben zum Beispiel hat, dass man sieht, ach, ich habe ja den Sticker und dann passt ich das. Ich mag Ananas und Lilane. Und Lilane magst du auch? Mhm. Ja, super. Diese. Warte mal, eine Sache habe ich noch für dich und der Rest ist dann für uns. Und zwar noch eines unserer sehr geliebten Läden. Nee, die andere Tüte, Elisa, die ganz bunte, die brauche ich jetzt. Ist Dessingwell. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dessingwell. Gib mal Mami. Genau. So, das hier ist die Marke. Und vielleicht kennst du sie. Sie ist eigentlich super mega kunterbunt. Da gibt es auch für erwachsene Menschen Sachen, da gibt es aber auch für Kinder Sachen. Also die für Erwachsene finde ich persönlich nicht so schön. Da finde ich immer nichts für mich, weil das mir zu bunt ist, zu hippie-mäßig. Aber für die Mädels ist das ein ganz toller Laden. Den habe ich auch zum ersten Mal da im Outlet entdeckt. Und da haben wir ganz, ganz viele Sachen für die Clara gekauft. Aber auch etwas für die Elisa. Mal gucken, ist das für die Elisa? Mal kurz nach der Größe schauen. Nee, das ist für die Clara. Dann ist das hier für dich. Habe ich nämlich doppelt gekauft. Einmal für die Clara und einmal für die Elisa. Kann ich mal ausprobieren? Warte mal, zeigen wir mal kurz. So richtig schöne bunte Kleidchen. Ist das nicht toll? Kann ich mal... Wir lieben das, ja. Willst du direkt anziehen? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Sondern nur so mal anhalten, ja? Gefällt's dir, Elisa? Mhm. Ist falsch rum, glaube ich. Muss einmal umdrehen. Süß. Jetzt ist das. Habe ich schon letztes Jahr was für die Mädels gekauft. Ich finde die Kleider toll. Also ich finde diese Farben toll. Dieses das Kunterbunte für Kinder ist einfach perfekt. Und noch was? Ja, noch ein Kleidchen war da, glaube ich, für dich dabei, Lisa. Das hier. Das fand Justus so schön. Ich dachte, er so, das sein muss. Ja, ein Herzchen. Ja, findest du gut? Mhm. Oh, Volltreffer. Papi war manchmal, ne? Wirklich Volltreffer. Musst du so an. So anhalten. Mach halt dann so an. Dann gucken wir mal. Hier, guck mal, Elisa. Das ist eine Schleife. Ja, eine Schleife ist ja auch noch dran, ne? Und da Knöpfe. Knöpfe, ja. Also richtig schöne, kunterbunte Sachen. Mit auch Glitzer dran und so. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, kannte ich selbst vorher nicht. Aber vielleicht ein richtig toller Tipp für dich. Und noch was? Ich glaube, das war's für dich, Elisa. Der Rest ist für die anderen Kinder, die ich noch so habe. Machen wir erstmal weiter mit den Schuhen. Da ist nämlich auch was für mich drin. Wie gesagt, ich kann nicht ohne. Dieses Mal habe ich mich für rosa entschieden. Das sind auch so die typischen. Ich habe ja noch diese ganz bunten mit den Blumen dran. Und diese pinken finde ich auch total schön. Und ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, einen kleinen Button mitzunehmen. Das ist meiner. Finde ich süß. Ein Gänseblümchen, den mache ich dann auch hier dran. Warte mal. Und dann sieht das richtig süß aus. Ja, ich bin auch ein bisschen verrückt. Aber ich liebe das einfach. Außerdem, obwohl ich ja so viele Crocs habe, ziehen ständig die anderen meine Crocs an und dann habe ich wieder keine mehr. Deswegen noch ein paar für mich. Sind
Finde ich schick. Und Clara hat sich auch ein paar ausgesucht. Ihre sind nämlich auch zu klein geworden. Also ich liebe die Schuhe einfach, weil sie perfekt sind. Für den Garten zum Beispiel. Oder auch für den Strand. Da kann man auch einfach reinschlucken. Und dann ist das egal, ob man noch irgendwie dreckige Füße hat oder nicht. Also Clara hat sich die hier ausgesucht. Die sind auch total schick. Die Farbe ist echt toll. Und sie hat sich auch solche Backen ausgesucht. Das kann ich auch einmal zeigen. Und zwar einmal so ein, was ist denn das? Ein Fisch. Und eine wunderschöne Blume. Die kann sie sich dann dran machen. So, das waren schon mal die Schuhe. Dann machen wir weiter mit dem einen Lieblingsladen. Da muss ich immer hin, da ist so viel drin. Oh mein Gott, das meiste ist für Clara. Dieses Kleid, was du eben schon gesehen hast für Elisa, habe ich auch nochmal für Clara mitgenommen. Es ist so hübsch. Ganz viele fragen mich ja immer, wo ich die Klamotten kaufe für die Kinder, überhaupt für die Kinder kaufe. Deshalb freue ich mich gerade total, dass ich dir das jetzt alles einmal zeigen kann. Elisa, kannst du mir nochmal die Tüte da geben, die da liegt? Dankeschön, Elisa. Was machst du mit deinen Sachen? Hast du sie nicht eingeräumt? Deine Schilder. Da sind noch Schilder dran, ne? Die machen wir einmal ab. Genau. Das sind Clara-Schuhe, aber sind klein. Ja, die passen ja aber gerade. Hast du sie anprobiert. So, deine Kleidchen. Müssen wir aber eh erst noch mal waschen, ne? Bevor du sie anziehen kannst. Ich komme gleich wieder, Mami. Okay. Das hat sich Clara selber ausgesucht. Das fand sie total hübsch, das Kleid hier. Also das ist jetzt vorne nicht so bunt, aber dafür hinten ist immer so schön bunt. Also die Sachen für Erwachsene sind, wie gesagt, ein bisschen zu bunt für mich. Sehen nämlich auch so in der Art aus. Aber ansonsten ist das hübsch auch hier mit diesem kleinen Rock unten. Dann hat sie sich das hier ausgesucht. Oh, mit diesem Schmetterling. Ist das so paillettenmäßig wieder? Ja, kann man sogar. Warte mal. Farbe ändern mit den Pailletten. Das sind diese Streichpailletten. Total trendy bei den Kindern. Also sehr, sehr hübsch. Genau, das machen wir auch direkt ab. Dann hat sie sich das hier ausgesucht. Auch richtig hübsch. Also wirklich nur tolle Sachen da. Einfach so ein Shirt, das kann sie immer tragen. Hier noch auch mal mit so ein paar Pailletten. Also ein bisschen Glitzer und bunt ist immer mit dabei. Dann hat sie sich das ausgesucht. Auch sehr, sehr schön. Also alles sehr typisch in diesem Style von der Marke. Einfach so ein Kleidchen mit kurzen Ärmeln auch. Perfekt für so ein Wetter, was wir im Moment so haben. Ach, und das ist auch wieder zum Streichen, sehe ich gerade. Je nachdem, ob man es ein bisschen auffälliger oder unauffälliger haben möchte. Dann noch so eins hier. Auch wieder ein Shirt mit Herz. Ach, das ist nicht zum Streichen, das ist einfach so. Aber auch richtig cool. Guck mal, hier unten mit so Taschen kann man so lässig die Hände reinmachen zum Beispiel. Aber ansonsten auch wieder glitzerig und bunt. Super schön. Dann nochmal so eins. Ist eigentlich auch dieselbe Art. Achso, das ist ja doch für Elisa. Stimmt, das hatte ich auch einmal für Elisa und einmal für Clara. Also nicht unbedingt jetzt für den Partnerlook, aber einfach... Das so, so schön ist. Ja, das ist auch wieder so zum Streichen. Also ich mag das auch hier unten, dass noch so ein bisschen was ist für die Kinder. Dann können sie ihre kleinen Steinchen und was sie immer alles so sammeln. Dasselbe Oberteil, nur für Clara, einfach ein paar Nummern größer. Und wir waren dann eigentlich schon fertig, haben das gekauft, bezahlt. Und dann habe ich plötzlich gesehen, neben der Kasse waren noch Jungs-Sachen. Und da habe ich dann auch ein bisschen gestöbert und tatsächlich richtig coole Shirts gefunden. Guck dir das mal an. Wie cool das aussieht. Ich liebe es. Hell und bunt für meine Kinder. Es gibt nichts Besseres. Ist das eigentlich auch zum Streichen? Ja. Wow! Hat er noch richtig bunt. Ja, das kann er sich dann auch selber aussuchen, was er gerade macht. Wie seine Laune gerade ist. Vielleicht so danach so ein bisschen schauen. Also ein wirklich sehr, sehr cooles Jungs-Shirt. Es ist so schwierig, coole Jungs-Shirts zu finden. Wirklich. Aber so ein Surfbrett sieht richtig cool aus. Und dann auch noch dieses Shirt für Johann. Ich weiß gar nicht, was das ist. Guck mal bitte, was das da drauf ist. Was könnte das sein? Ich habe überlegt, ist das ein Fahrrad vielleicht? Ja, oder? Ja, das sind so die Sachen. Und das war... super günstig. Für diese vielen Teile haben wir so wenig bezahlt, weil es nämlich gerade im Sale war. Hast du es angezogen? Willst du mal zeigen? Sieht richtig süß aus. So schön bunt, Elisa. Gefällt es dir? Mhm. Also ich finde das schick. Sehr, 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 sehr schick, Elisa. Toll.
Also Outlet ist ja sowieso schon günstiger und zusätzlich gab es dann noch, ich glaube, 60% auf alles. Also total krass. Ich habe für diese vielen Teile hier weniger bezahlt als für zwei Teile von anderen Marken. Ja, also wirklich ganz, ganz viel gespart. Kann ich sehr empfehlen. Falls du diese Marke noch nicht kanntest oder überhaupt, dass sie so schöne bunte Kleider für Kinder haben, ganz, ganz große Empfehlung. Da finden wir immer was Tolles. Leider hatten sie heute nicht mehr diese Strandtücher. Vielleicht kennst du dieses eine ganz, ganz bunte Strandtuch von mir. Das habe ich letztes Jahr dort gekauft im Sale. Boah, so schön. Damals habe ich noch überlegt, willst du nicht lieber noch mehr davon mitnehmen? Aber dann habe ich das nicht gemacht und dieses Mal hatten sie keine mehr. Hätte ich doch welche noch mitnehmen sollen. Von dieser Marke, da gucke ich auch immer total gerne für mich. Die haben so Strand-Beach-Kleidung, sehr, sehr schöne Bikinis oder auch einfach so Kleidchen, die so ganz lockerflockig, die man so am Strand anziehen kann. Habe ich heute aber leider nichts für mich gefunden. Aber die Jungs, die haben was für sich gefunden. Ich glaube für Johann. Das ist ein Johann-Shirt. Er findet auf jeden Fall sowas sehr, sehr cool, sowas Schlichtes. Und dann auch nochmal fast dasselbe, mit demselben Zeichen. Ja, das fand er sehr gut. Dann haben wir von dieser Marke, die ich auch sehr gerne mag, vor allen Dingen für Johann. Dieses Mal aber leider gar nichts für Johann gefunden, sondern für die Clara. Das hat sie sich selber ausgesucht. Und zwar mit Glitzer. Also eigentlich ein ganz normales weißes Shirt und dann mit Glitzer drauf. Das fand sie sehr hübsch und das ist eigentlich genau dasselbe, nur in rosa. Ja, steht ihr sehr, sehr gut. Also sie sieht daran sehr hübsch aus. Hat sie auch da anprobiert. Dann haben wir diese Tüte. Also das ist mein Lieblingsladen für die Kinder. Für mich selber finde ich da immer nichts. Justus hat da, glaube ich, auch noch nichts gefunden. Aber das gibt es extra als Kids-Store da im Outlet. Kann ich sehr empfehlen. Aber diese Sachen hast du, glaube ich, so noch nie an meinen Kindern gesehen, weil sie das eher zum Golfen tragen. Also einmal dieses Kleid, das ist so dieses ganz Typische. Das haben wir jetzt nochmal in super groß gekauft für die Clara. Das haben wir auch schon in kleiner gehabt für Elisa und auch für Clara. Sehr, sehr hübsch. Das ist auch super dicker Stoff. Qualitativ sehr hochwertig und kriegt man auch nicht kaputt. Also davon haben wir einige schon, auch in unterschiedlichen Farben. In Blau gibt es das zum Beispiel auch noch. Dann habe ich dieses wunderschöne Kleid hier für Elisa mitgenommen. Oh, sieht das nicht süß aus? Für so eine kleine Familienfeier, so eine kleine Fete oder sowas kann sie das anziehen. Aber wir ziehen ja das auch einfach so an, auch für den Kindergarten. Da sind wir da nicht so speziell oder so. Also das macht uns nichts. Sind einfach Klamotten. Ich liebe ja solche Kleidchen an meinen Kindern und auch an mir selber. Dann haben wir noch so ein Shirt. Das ist jetzt ein ganz normales, einfach fürs Golfen. Wenn gutes Wetter ist, dann kann sie das anziehen. Und passend dazu eine kurze Short. Die Kinder sehen so süß aus immer in ihren Golfklamotten, das muss ich dir unbedingt mal zeigen. Ich glaube, dieses Hobby Golf habe ich dir noch nie so richtig vorgestellt. Aber da Clara jetzt mittlerweile so selbst drin ist und so verliebt in Golf ist, sie redet von nichts anderem mehr. Ich glaube, es ist mittlerweile ganz oben bei ihr im Ranking vom liebsten Hobby. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber ja, sie ist auch wirklich richtig gut da drin. Ich glaube, das so in Kombination sieht auch richtig schick aus und dazu noch hat sie sich dieses Käppi ausgesucht. Ist gar nicht so einfach, kleine Käppis zu finden für kleine Kinder, aber die haben das. Also das passt ja perfekt. Und dann kann sie hier noch so Button dran machen und so, ja, sieht richtig süß aus. So ein typisches Golf-Outfit ist das. Und dann haben wir noch das, ist für Johann. Er braucht natürlich auch viele Golf-Shirts. Das sind jetzt alles diese Kragenhemdchen, die Justus ja so gerne mag. Da geht er total drin auf in diesem Laden. Er sucht da immer total gerne für die Kinder was aus. So ein Hemd noch, so ein Shirt. So ein ganz dünnes. Ich sehe gerade, das ist ja super dünn. Kann man ja durchschauen. Ja, aber auch für Johann. Dann noch so eins. Das habe ich für Clara ausgesucht. Total schön. Wenn es auch ein bisschen kühler ist vielleicht, dann kann sie sich das drüber tun. Also das ist jetzt ein Pullover. Auch fürs Golf. Mit Kragen, immer schön ordentlich muss man da aussehen, richtig adrett. Ach, das hat sie sich ausgesucht, das ist ja, glaube ich, auch im Moment total im Trend, so diese Färbungen, oder? Kann man ja auch eigentlich selber machen, zu Hause. Vielleicht mache ich das mal mit der Clara, sie hat da bestimmt Spaß dran. Auf jeden Fall so kunterbunt, einfach auch sowas, damit dieses spießige Golf ein bisschen aufgelockert wird. Und das fand sie auch noch ganz süß, einfach auch so ein Shirt noch mit verschiedenen
bunten Polos drauf. Jetzt kommen wir zu dieser Tüte. Da haben wir dich mitgenommen, ganz am Anfang, zu den Schuhen. Da sind wir richtig fündig geworden. Die ein paar Schuhe von Johann, die er sich gekauft hat, die er unbedingt haben wollte, weil er seinen Kumpel, die so toll fand, die hat er auch schon angehabt. Die habe ich dir auch schon gezeigt. Dann hatte er noch die bekommen. Die sind auch für Johann. Für Sportunterricht einfach nur. Ja, ganz normale weiße Sneaker. Das ist nicht so super speziell. Dann habe ich auch etwas bekommen. Und zwar diese Sneaker hier. Die sind so ein bisschen ganz, ganz leicht rosé-beige-farben. Finde ich total schön. Jetzt gerade so für den Sommer. Ich habe ansonsten eher schwarze Sneaker oder Toms, auch in schwarz oder eben in hell. Das kombiniere ich dann immer. Je nachdem, wie ich obenrum angezogen bin, nehme ich dann die hellen oder die dunklen Schuhe. Und früher, oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ziehst du noch Stöckelschuhe an oder ziehst du überhaupt Stöckelschuhe an? Früher habe ich das immer gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich dachte, das sieht einfach besser aus oder man muss es so machen oder ja, auch einfach, weil Justus das schön findet. Aber ich bin so froh, dass ich davon weg bin. Also mittlerweile habe ich gar keine Schuhe mehr mit Absatz und auch Winterstiefel habe ich ohne Absatz, auch Sandalen habe ich ohne Absatz und das Leben ist seitdem so viel schöner geworden. Es hat die Lebensqualität gesteigert, seitdem ich nicht mehr auf irgendwelche Absätzen da laufen muss. Natürlich, wenn man das beruflich machen muss, dann verstehe ich das total, aber ansonsten mache ich das nicht mehr. Schreib mir mal gerne, wie du das siehst, ob du auf Stöckelschuhen läufst. Es gibt ja auch Frauen, die mögen das und ich weiß nicht, können es auch den ganzen Tag. Ich habe mich damals wirklich nur gequält damit. Nach einer Stunde konnte ich schon eigentlich gar nicht mehr damit laufen, aber ja, wie gesagt, es war nicht so toll. So, das war's. Ich glaube, wir sind durch. Da sind noch ein paar Sachen von Justus. Interessiert dich das auch noch? Ich zeige dir das einmal schnell, damit der Haul komplett ist. Ein Shirt hat er sich ausgesucht von Diesel. Da war er noch drin, ganz alleine. Da bin ich nicht mehr reingegangen. Die Kinder auch nicht. Okay. Weiß ich nicht. Was sagst du dazu? Finde ich jetzt, weiß ich nicht. Oh, und dasselbe offensichtlich in weiß noch. Okay. Auf jeden Fall war es das. Du hast gesehen, 90% der Sachen sind für die Kinder. Die Clara hat am allermeisten abgesagt. Aber ich freue mich total für sie. Jetzt hat sie wieder richtig schöne, tolle Kleidchen und Oberteile. Ich hoffe, dir hat das heute gefallen. Der Vlog so ein bisschen vom Shopping und unseren kompletten Haul. Wie gesagt, das haben mich ganz viele danach gefragt, ob ich das nicht mehr zeigen kann, was ich so für die Kinder kaufe, wo ich für die Kinder kaufe und so. Ich hoffe, es war inspirierend für dich. Ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.